Kurzer Nachtrag zu der Demo am 13. Juli 2022, an dem Mittwoch, die Demo, die am Maria-Hilf-Platz gestartet ist. Wir sind ja dadurch so ein, oder unter einer Brücke durchgelaufen, bergauf und dann am Ende wieder da zurück. Und man sieht ja hier, da ist so eine kleine Treppe, die hochführt und dann so ein kleines Geländer. Also da konnte man so etappenweise zu dieser Brücke hochlaufen. Und auf dem Rückweg bin ich da eben auch hoch, um ja, den Zug so ein bisschen zu filmen von oben. Und da standen neben mir zwei Rotzlöffel im Alter von, ich kann es nicht mal so schwer sagen, von 12 Jahren vielleicht, 12, 13 Jahren, die auf die Leute runtergespuckt haben. Und zwar nicht auf den Zug, sondern direkt unten auf den Gehsteig, wo eben ganz andere Leute, ja, Passanten vorbeigelaufen sind. Und dann sehe ich das so und sage in oldschool-psychologischer Versuch, in einem psychologischen Versuch, an die Vernunft zu appellieren, sage ich so, ja, du möchtest doch auch nicht, dass man von dir oder auf dich von oben spuckt. Weil, wie gesagt, wir waren auf dem Mittelteil und oben war ja nochmal die Brücke. Also da hätte jetzt theoretisch noch jemand stehen können und ihm auf den Kopf spucken. Und dann sagt der so, ist mir egal. Und dann konnte ich nichts mehr sagen. Habe ich mir gedacht, ich hätte sagen sollen, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Ist mir egal, wenn mir jemand auf den Kopf spuckt. Vielleicht ist, oder ich jetzt sagen kann, ja, wahrscheinlich bist du der dümmste Junge der Welt. Aber ja, also es waren Jungs mit Migrationshintergrund, aber ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auch genügend deutsche Jungs, also auch mit deutschen Namen, die sowas machen. Boah. Ich bin 64 geboren, also ich in dem Alter, sagen wir mal 74, 75, 76 so rum. Ich könnte mir vorstellen, ich hätte da eine gescheuert gekriegt, auch von irgendwelchen wildfremden Männern, die das gesehen hätten. Und ich hätte wahrscheinlich mich gar nicht mal getraut, nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe eine geklebt gekriegt, sondern ich hätte mir gedacht, hoffentlich wissen die nicht, wer ich bin und erzählen das ja nicht auch noch den Eltern. Ja, kleines Erlebnis einfach. Ciao, gute Nacht.